Und damit hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy XII. Hier haben wir aufgehört am Bannseelenportal. Und jetzt schauen wir mal, was wir da mit dem Seelenschlüssel aufschließen müssen. Fünf kleine nervige Zwiebeln. Der Kampf ist nicht sonderlich schwer. Einzige Schwierigkeit hier ist einfach nur, sie laufen weg vor euch und das ist mitunter ein bisschen nervig. Jo, das ist doch schön hier. So, und jetzt ab dafür. Das war's mit euch. Botanischen 5 waren es. Gut. Das war unser erster Boss hier im... Oh, ich penne noch. Im Sohlenhöhlenpalast. In diesem Raum gibt es noch ein paar Kisten. Mit Scheiße drin. Noch mehr Scheiße. Und noch mehr Scheiße. Das müsste es gewesen sein. Jawohl. Ja, noch ein kleiner Nachtrag zu meinem letzten Video. Ich habe euch ja gesagt, dass ihr das Geld, was ihr da mit... Also, falls ihr trainiert habt, was ihr da beim Farmen von den Banko und Blutknochen gesammelt habt, ruhig auf die Kacke hauen könnt. Würde ich nicht empfehlen, wo ich muss einen kleinen Rückzieher machen, bin ich ganz ehrlich, weil wir haben ja gesagt, wir machen uns noch das Sonnenschwert-Video, beziehungsweise wir machen uns das Sonnenschwert noch und das Sonnenschwert kostet 600.000 Gil. Und da wir für dieses Sonnenschwert auch noch ein ganz bestimmtes Item benötigen, was uns knapp 250.000 Gil kostet, ich war jetzt leider etwas verschwenderisch, aber gut, ich werde bis ich das Video mache, dann doch das Geld zusammen farmen können. Also, falls ihr, wie gesagt, trainiert habt und auch das Schwert machen wollt, müsst ihr nicht unbedingt, so wie ich jetzt beim letzten Mal, auf die Kacke hauen und, weiß ich nicht, alles doppelt kaufen oder so. Empfehle ich nicht. Noch eine Falle. Und Gil, cool. Okay. Nochmal, was ist denn hier los? Hastgarsplitter. Ist hier noch was für uns interessant? Da hinten in der Ecke? Nö, keine Kiste, also geht's hier oben weiter. Da vorne müsste es ein... oder da, genau, da ist ein Kristall. Meines Wissens auch eine Täuschung. Jawohl. Die schnell erledigt ist. So, ich werde jetzt ja mal speichern. Ihr seht jetzt erstmal nichts.
kann euch ja ein bisschen was zum Palast erzählen. Also hier habe ich ja gesagt, hier gibt es ein paar kleine Rätsel. Das erste machen wir auch gleich. Und gibt eigentlich auch ein relativ, also so hoffe ich zumindest, relativ cooles Item zu holen. So war es zumindest beim in der letzten Version. Da gab es ein sehr gutes Ninja-Schwert für euch. Ich weiß jetzt nicht genau, was es dieses Mal ist. Finden wir aber zusammen raus. So, jetzt sind wir dann auch tatsächlich endgültig in diesem Palast angekommen. Und kämpfen uns jetzt mal hier durch. Irgendwo hier gibt es auch die Urne mit der Karte in diesem Gebiet. Muss mal genau schauen, wo ich die finde. Da vorne ist sie. So, das ist der Sohn-Höhlenpalast. Und hier in diesem Gebiet, oder beziehungsweise in diesen beiden Gebieten, Kanongang und Grotte der Zeit, und auch hier im Pfad der Selbstfindung, gibt es dieses, in Anführungsstrichen, Rätsel zu lösen. Und zwar geht es darum, dass wir, ihr seht jetzt hier in diesem, oder vielmehr hier, wenn ihr mal in die Mitte schaut, von diesen fünf Übergängen. Da seht ihr noch einen ganz, ganz klitzekleinen Fleck und den können wir momentan noch nicht erreichen. Und da gibt es halt dieses Item. Und da will ich auch hin mit euch. Oh, ich laufe jetzt erstmal hier unten lang und decke hier alles auf. Irgendwie ist hier nur Schrott drin. So, ihr seht jetzt hier diese Wasserfälle. Da sind drei und hier ist einer. Und diese Wasserfälle können wir umlenken, denn ihr werdet gleich sehen, dass uns Wasserfälle auch hier zum Beispiel, dass die uns teilweise Wege versperren, die wir noch nicht erreichen können. Unter anderem nicht erreichen können wir auch dann, wie gesagt, dieses kleine Räumchen hier, wie ihr seht, hier komme ich nicht durch. Heißt, wir müssen die Wasserfälle entsprechend umlenken. Na gut, okay. Da hinten war noch eine Kiste, meine ich. Jawohl. Mit Scheiße, natürlich. Gut, hier decke ich jetzt erstmal alles auf. Oder auch nicht, denn hier komme ich nicht durch. Laufen wir mal oben lang. So, wir würden jetzt dieses Rätsel beginnen und zwar geht es darum, wir müssen von diesem Gebiet hier runter in dieses und runter in dieses und zwar immer im Uhrzeigersinn. Bedeutet, ich laufe jetzt hier ganz im Osten das Gebiet runter, hier durch, da auch wieder östlich den Ausgang raus, dann komme ich hier ganz rechts aus und laufe einmal komplett bis links. Links wieder nach oben, nochmal nach oben und dann muss ich quasi als nächstes
hier lang. Dann wieder runter. Wieder runter. Also wir müssen quasi den Kreis immer enger ziehen. Und wir fangen hier an der rechten Seite an. Ihr habt ja, oder ihr seht ja, ich habe die Karte geöffnet. Also müsst ihr mir einfach nur hinterherlaufen. Und dadurch können wir die Richtung der Wasserfälle ändern. So, heißt, ich laufe jetzt erstmal hier runter. Dann laufe ich hier entlang. So. Und jetzt geht es einmal komplett auf die linke Seite. Wenn ich nicht schlafen würde. So. Bum, bum. Esche kommt. So. Da sind wir links angekommen. Jetzt geht's hier oben weiter. Und ihr seht, der erste Wasserfall hat seinen Fluss schon geändert. Reicht aber noch nicht. Wir müssen noch weitergehen. Also der Weg des Wasserfalls wird dann so geändert, dass wir quasi wirklich in diesem Kreissystem alle Wege passieren können. Jetzt müssen wir einmal durch dieses Tor, damit wir zu dem rechten Teil kommen. Und dann direkt wieder durchs rechte Tor. Und dann geht's hier oben weiter, damit wir den zweiten Ausgang nehmen können hier. Wieder nach unten. Und ihr seht, wieder wurde ein Weg für uns freigemacht, und zwar dieser hier. Jetzt geht's durch den zweiten Ausgang. Okay, heil mich nochmal, danke. So, wieder nach links. Also es ist wirklich einfach nur ein stupides im Kreislaufen, mehr ist das nicht. Und das war eine Kiste für uns. Jetzt nehmen wir den Ausgang hier. Jawohl, sehr schön. Quatsch, wo muss ich hin? Mensch, dreh dich. Hier unten. Hier geht's auch durch den zweiten Eingang. Ausgang, Entschuldigung. Ja, ist gut. Wieder durchs Tor. Und nun hier entlang. Und wir haben ein Schloss entriegelt. Und ihr seht, wir können jetzt durch diesen Durchgang hier. Und das ist eine Technik. Sehr gut. Und wir können diesen kleinen Fitzel hier unten betreten, wo eine Kiste steht.
Wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, was drin ist. Es könnte ein Final Elixier sein. Es könnte aber auch... Ich werde zur Sicherheit mal das Diamantreif anlegen. Gucken, ob das was bringt. Vielleicht habe ich ja Glück. Nein, das ist tatsächlich ein Final Elixier. Wie gesagt, früher hattet ihr die Chance hier auf ein Iganin oder ein Koganin. Das waren ganz gute Ninja-Schwerter. Aber das ist tatsächlich dann doch nur ein Final Elixier. Gut, aber gut. Da ihr oder wenn ihr die Karten hier aufdecken wollt, gehört dieser kleine Fitzler mit dazu. Von daher ist ein ganz lustiges Rätsel. Ist mal ein bisschen Abwechslung. Und ja, warum auch nicht? Da ist doch was Feines für uns. Was haben wir denn da? Oha! Den Schattenbinder habe ich auch gekriegt irgendwoher. Weiß ich auch nicht mehr, wo ich den her habe. Beide mit Effektgemach. Aber der Schattenbinder ist ein bisschen stärker. Okay. Das ist wirklich nicht schlecht. Müssen wir gerade überlegen. Das könntest du noch nehmen und die schwarze Maske. Wer darf den Ninja-Schwerter? Der Mönch? Nö. Ninja-Schwerter? Anyone? Nein. Zeitmagier? Nein, natürlich nicht. Tja. Ich werde das nie lernen, wer was kann. Ich ist so bestimmt schon aufgefallen, dass ich das, dass ich immer suche hier und suche und suche und suche. Vielleicht beim nächsten Let's Play. Ja, dann nehmen wir auch noch mit. So, wer darf denn jetzt verdammt nochmal Ninja-Schwerter? Waldläufer hat Bögen und du darfst Dolche. Was ist hier? Ah, guck an! Der liebe Basch kriegt jetzt seinen scheiß Bogen abgenommen. Und den Schattenbinder. Wie schaut's aus, das Ding? Boah. Ist das ein Einhänder? Ein Zweihänder. Schade. Kein Schild für dich. Okay. Erstes Rätsel hier gelöst. Wir können zurück, beziehungsweise wir können weiter. Mal gucken, wie das Ding reinkloppt. Aber wieso, verdammt nochmal, ist das ein Zweihänder? Der trägt es in einer Hand. Kann doch nicht. Das ist doch kein Zweihänder, ey. Okay, aber ich glaube, der Effekt hier ist, dass ich bei jedem Schlag TP abgezogen bekomme. Oder? Nee, doch nicht. Okay. Habe ich mich verguckt. Laufen einmal kurz hier rüber. Weil da ist eine Kiste. Mit Scheiße drin. Wie soll es anders sein? Was haben wir denn hier noch? Auch noch eine Kiste. Zwei sogar. Der Effekt beim Zuschlagen ist ganz geil bei dem Schwert. Dieses leicht, ja, Ninja-mäßige. Hier können wir noch nicht durch, soweit ich weiß. Nope. Das machen wir später, denn hier wartet noch ein optionaler Gegner auf uns. So.
Hinter dieser Tür wartet unser nächster Boss. Ich habe jetzt hier auch soweit alles aufgedeckt. Jawohl. In der Halle des finsteren Lichtes wartet der Ahirmann auf uns. Ja, eine etwas größere Geistmutation, der uns ein bisschen auf den Sack gehen kann, weil er sich ständig verdoppelt, verdreifacht, wie auch immer, und diese Trugbilder hervorruft. Da ist er. Ah, hier, Mann. Klingt wie ein türkischer Volksmusiksänger, ist aber ein Geist. Und ihr werdet gleich sehen, dass er sich ein bisschen wegbeamen kann er sich auch. So, da ist sein nee. Na, mach doch dein Trugbild. So, ihr seht jetzt vier Trugbilder auf der Karte. Junge, Junge, Junge. Okay. Habt ihr überhaupt Klamotten an? Jawohl. Sehr gut. So, komm wieder her. Du doof. Noch ein Schlag. Bitte. Danke. Tschüss, Ahirmann. Nervensäge. Ihr habt es gesehen, am Ende wurden es dann, glaube ich, 7 oder 8 von diesen bescheuerten Trugbildern. Ja, richtig nervig einfach. Okay. Du Splitter. Wirklich nur Scheiße. Alexi ist okay, ja. Königfeder. Nitra, ey, ich krieg echt nur Käse hier. X-Potion, naja gut. Ich wollte gerade sagen, bevor ich loslaufe, hier gibt es ein paar fiese Fallen. Zack, glaube ich, direkt rein. Wer von euch ist denn der Zeitmagier? Bei 4 ist der Zeitmagier. Der könnte Levitega zaubern. Aber ich lasse es mal. Da oben ist, glaube ich, noch ein Speicherkristall für uns, wo wir uns aufheilen können. Zeigt uns die Fallen. Da ist schon wieder eine. Da ist noch eine. Und da ist noch eine. Und da oben ist noch eine. Also, an Fallen wird hier nicht gespart. Habe ich mich da wirklich vertan? Gut, okay. Decken wir das hier noch eben auf. Gill. Und Gill. Mega. Und nochmal Gill. Oh, meine Lieblingsmusik. Oh, ich dachte, wir in die Kiste. Na gut. Okay, ab geht's nach oben. Zum Fahrstuhl.
Und hier oben steht auch ein Telekristall. Der kommt wie gerufen. Und hier geht's weiter ins alte Arcadis. Der Höhlenpalast liegt hinter uns. Das Gebiet kommt später. Ihr habt das Rätsel mitbekommen. Wie gesagt, leider in der Kiste nicht mehr ein Ninja-Schwert drin. Aber wir haben ja den Schattenbinder gefunden. Und wir haben noch ein Ninja-Schwert gefunden. Ungefähr gleich stark. Ja. Beim nächsten Mal. Ich überlege gerade, sollen wir ins alte Arcadis laufen oder mal schauen, was es noch für Mobs für uns gibt. Ich glaube, ich fühle mich auch jetzt stark genug für die Zertanian-Grotten. Die würde ich euch gerne mal zeigen, denn da gibt es auch noch eine optionale Esper für uns, die wir besiegen können. Ich denke, das mache ich auch. Ich werde erstmal nach Rabanastre zurückgehen und mir ein paar Mobs anschauen. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, nehmen wir uns mal die Zertanian-Grotten vor. Ja, so machen wir es. Okay, dann erstmal bis hierhin Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!